ist Tag 15. Gestern, also Tag 14, habe ich noch Flaschen gesammelt und mir etwas überlegt, um eben an meinem Platz, den ich belegen will, zu ziehen. Ich habe allerdings eine neue Platzwahl getroffen. Wie man sieht, kommt man hier nur schwer hoch. Hier oben ist diese Wildobstwiese. Ja, und in diese Richtung wird eine Lache aufgebaut werden. Gehen wir etwas näher ran. Ich vermeide es hier bewusst, Äste abzubrechen. Aber dieser Platz da unten, den ich jetzt gehe, das wird wohl mein Lagerplatz werden. Gut, hier müssen noch Äste entfernt werden. Es ist auch ein kleines Plateau. Hier unten von dichtem Gestrüpp. Nach hinten gibt es sogar einen kleinen Weg, der scheinbar auch nicht benutzt wird, weil er durch die dichten Dornenhecken hier führt. Ja, alles in allem, wenn Herbst abgetan wird, ein guter Platz. Nochmal ein Blick über die Fallobstwiese. Hier gibt es Brennnessel ohne Ende. Die sind auch nicht beschnitten. Man sieht, dass hier noch niemand durchgekommen ist. Und da hinten kann man auch erkennen, da hängen, ich würde sagen, ringlos am Baum. In der Entfernung kann man das schlecht erkennen, aber sind ziemlich gelb, schon reif. Da habe ich auf jeden Fall schon mal genug zu essen. Die Äste hier lassen sich relativ leicht entfernen. Und die sind alle schon etwas morsch. Ich weiß, man sollte sich unter morschen Bäumen keinen Lagerplatz suchen. Aber die Äste hier sind nicht schwer. Von daher gesehen kann ich das schon riskieren. Jetzt weil die kleine Wege hier hoch, lege ich mit den Ästen zu, schiebe ich einfach runter. Ah, jetzt hast du noch grün, lassen wir dran. Durch die Wege hier kann man problemlos entfernen. Nach ca. 15 Minuten aufräumen. Kleine Äste hier kann man gutes Anfeuermaterial aufheben. Einfach alle rein raus in die Ecke erstmal. Der Platz dürfte 2x3 Meter groß sein. Das ist die Sicht vom Ende des Weges auf meinen Lagerplatz. Also so gut wie keine Sicht. So. Das ist jetzt die Sicht von unten auf den Lagerplatz. Da geht zwar ein kleiner Wildwechsel durch, aber ich glaube auch nicht, dass man von da aus was sehen kann. Ja, doch, da oben sieht man leicht durch den Lagerplatz. Aber hier wird sich keiner verirren und ich kann das mit Ästen noch etwas abtarnen. Da ist sowieso eine Sackgasse, ich glaube darum, dass da jemand weitergeht. Jetzt hole ich mal ein paar von den Baumaterialien, die ich da unten schon gefunden hatte. Ja. Das bedeutet Arbeit, so einen Lagerplatz hier zu richten, aber es lohnt sich. Die Nächte werden jetzt zunehmend kälter. Dieses Jahr ist ein sehr trockenes Jahr. Leider sehr trocken. Wenn man viele Dinge einfach nicht findet. Es wachsen fast keine Pilze oder gar keine Pilze. Obst und Gemüse, ja, scheint auch nicht sonderlich toll zu sein. Ja, und die Lage spitzt sich immer mehr zu. Ich hätte nicht geglaubt, dass sich Deutschland mal in diese Richtung entwickelt. Weg von einer sozialen Wirtschaft hin zu einem sozialistischen Kapitalismus. Eine Gesellschaft, in der wenige über viele bestimmen. Ja, was soll ich sagen? Beim Sammeln, ich habe wieder mal Glasflaschen gesammelt und Pfandflaschen und sie bis auf einen
eine eingetauscht und dafür etwas Interessantes gekauft. Davon berichte ich euch später. Bleibt dran. Oh, ein Hase. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau, in der Zeitung. Es wird immer mehr berichtet über die Bevölkerung, die sich mittlerweile vehement, teilweise vehement zur Wehr setzt und sich nicht impfen lässt. Die ganzen kritischen Leute, Impfgegner, Systemkritiker, die sich noch vor einigen Monaten auf verschiedensten Plattformen tummelten. Ja, das heißt komischerweise nicht mehr viel los. Aber ich habe ein Video gesehen, wenn das stimmt, was ich da gehört habe, dann wird das echt schlimm. Man hat die Reichsbürger, Covidioten und ja, wie man sie alle nennt, Verschwörungstheoretiker, global als unzurechnungsfähig erklärt oder als Gefährder eingestuft. Die Unzurechnungsfähigen hat man sicherlich in die Psychiatrie verbracht und dort, ja, ich will nicht sagen interniert, aber weggesperrt. Auf jeden Fall will die Regierung die breite Masse, ja, ihren Köpfen, die etwas bewegen, entziehen. Dadurch ist es umso leichter, die Masse zu kontrollieren, die selbst doch zu faul ist, um etwas zu tun. Ja, traurig, aber leider wahr. Ich glaube, dass es mehr Leute gibt wie mich, die nicht mehr zu Hause sind, aber nur ganz wenige. Die meisten werden einfach zu Hause warten und hoffen, dass die Situation vorbeigeht und der Staat ihnen hilft. Ich glaube, da können sie lange warten. Ich will mal hoffen, dass das Holz hier nicht komplett morsch ist. Aber ich sehe, da drüben sind einige dickere und stabilere Stämme. Damit sollte man schon etwas anfangen können. Leider sind einige, oder eigentlich die vielen meisten Stämme hier, morsch. Aber es sind Steine da, die kann ich schon mal wieder verwenden. Dieser Ast hier schaut noch relativ gut aus. Ist relativ stabil, da werde ich mit der Säge runterkommen. Ich werde mir einen Teil rausschneiden. Ansonsten muss ich mir halt Sachen suchen. Da richte ich gerade ein paar Sachen her, die noch haltbar sind. Die werde ich wohl mit hochnehmen. Blöd gelaufen. Ich muss meine Sammelaktionen und meine Bauaktionen etwas einschränken. Wir sind gerade in der Nähe zwei Schüsse gefallen. Ich vermute mal ein Jäger auf Hasenjagd. Aber ich will mir nicht unbedingt vor die Flinte laufen. Und auch so möchte ich mich begegnen. Noch zur Erklärung hier vorne. Es sieht ein Ast, so über den Weg reicht. Möchte ich zumachen mit einer Art Tür oder ja, Sichtschutz. Den Rest hier werde ich mal nachgehen. Auch den Weg, der dahinter führt. Ja, links und rechts von Hecken sind teilweise ziemliche Dornenhecken dabei, verborgen ist. Da geht scheinbar vor zu einer Wiese, einer Lichtung. Ja. Jetzt heißt es nur noch warten. Ich hoffe, dass er ab 10 oder mittags wieder verschwindet. Heute mal nicht vergessen. Genug Wasser mit dabei. Ja, die Schüsse haben mich jetzt ziemlich verunsichert. Ja, deshalb habe ich mich erstmal vom Lagerplatz wegentfernt, um das rundherum ein bisschen besser zu erkunden. Ja, es gibt einige kleinere Wege, die dann auch noch hier auf diesem Platz führen. Ich zeige euch den mal, ich mache mal so eine Rundumsicht. Ja, das ist schon der absolute Stadtrand von Regensburg. Da ist schon eine Vorgemeinde. Da führt ein kleiner Weg runter. Es sind wieder so auf Feldraine da, in denen wächst oft was Brauchbares. Ja, wir sind jetzt an der Feldrainhecke. Hey. Geht sogar schöne Treppen nach unten. Naja, schön ist gut. Schön ist was anderes, aber sie waren mal da. Das sieht man mit den Erdnägeln, die da teilweise noch rausstehen. Hier ist das gleiche Holz. Also wenn ich mich das nicht täuscht, das ist das wie oben. Das sind abgestorbene Schlehenbüsche. Ei, das bestätigt meine Vermutung. Da geht es wieder raus auf den nächsten Feld.
fällt rein. Dann wird direkt in das Dorf. Die Hagebutten sind schon reif. Und das erste Laub wird gelb und rot. Das wird wohl nicht mehr lange dauern. Dann ist der Herbst vollständig hier. Da ich nicht wollte, dass der Förster meinen Lagerplatz noch schlimmer mich findet, habe ich mich beschlossen, ja, es war 8:30, die Gegend zu erkunden, um meinen zukünftigen Schlafplatz und Lagerplatz herum. Ja, hinter mir seht ihr, geht es auch wieder hoch zum Klinikum, an dem ich mal gearbeitet habe. Und vor mir ist ein Weg. Ich bin von ganz da hinten gekommen, der, so wie es aussieht, auch wieder zu einer kleineren anderen Dorf führt. Ich denke, ich weiß sogar, welches es ist. Da wohnen Bekannte von mir. Ja. Bekannte, das ist ein gutes Stichwort. Viele sind sehr unzugänglich, aber sie sind schon älter. Die haben beide nicht viel zu verlieren. Ja, vielleicht ist das meine Alternative für mich. Denn im Winter draußen zu sein, ist es nicht ganz so einfach. Wenn euch jemand erzählt, Bergout im Winter ist möglich. So sagt euch nicht ganz die Wahrheit oder hat selbst noch nicht ausprobiert. 1-2 Nächte, ja. Längere Zeit, sehr schwierig. Die Nahrungssituation ist schwierig. Kälte, also Wärmemanagement wird auch schwierig. Die Sachen werden unweigerlich klamm. Die ganze Zeit im Lager bleiben kann man auch nicht. Man muss sich schließlich bewegen, also wird man zwangsläufig nass. Ja, die einzige Alternative ist es, jemanden zu finden, der einem auf dem Hof oder irgendwo abgelegen ein bisschen aufnimmt und wenigstens über den Winter beherbergt. Natürlich machen die das nicht ohne Gegenleistung, das ist mir schon klar. Heute wird das Boot nicht ganz so trocken. Ja, eine kleine Gurke halt beutet. Der Herbst an sich ist gar keine so schlechte Zeit. Die Ernten werden eingefroren, auf vielen Feldern bleibt einiges liegen, Kartoffeln oder eben die Gurke. Da hat ein Bauer Gurken angebaut, sie abgeerntet, aber 1-2 Gurken übersehen. Ist zwar nicht viel, aber mir reicht das 2 Stück Brot, ein bisschen Gurke. Ja, so zum späten Frühstück. Auch ein Grund, warum ich aus der Stadt raus will, ist, dass in letzter Zeit sehr oft Gesurre am Himmel zu hören war. Ich habe dann auch, als es heller war, noch gesehen, dass es Drohnen sind, die über Stadtgebiete fliegen. Seit ein paar Tagen herrscht Ausgangssperre. Nach 22 Uhr darf sich keiner mehr auf der Straße aufhalten. Ich habe dann im Klinikum, gibt es ja auch ein freies WLAN, nachgeschaut, was es sein könnte. Und bin drauf gekommen, dass man wohl Drohnen mit Wärmebildkameras einsetzt, um Leute zu finden, die sich nach 22 Uhr noch draußen aufhalten.